So, du hast natürlich hier deine die Anschlüsse für die Rechner. Mhm. Die USB, was natürlich sehr geil ist für so bei DJ Changeover. Das heißt, du musst halt nicht großartig fummeln, bis der andere sich anschließen kann, sondern das ist Plug and Play. So, und dann kannst du da halt deinen Rechner anschließen irgendwie und dann kann der andere bis zum Ende mischen und du kannst halt irgendwie 1:1 übernehmen. Also DJ Changeover gibt's in Zukunft bei diesem Mischer keine Probleme mehr. Also dann hast du hier deine Effektsektion, die du einluten kannst. Es geht hier allerdings bis auf das Mic und die Ausgänge, den Main-Out, ist alles Cinch. Okay. Ja? Mhm. Weil jetzt hätte ich jetzt gedacht, irgendwie, das ist so irgendwie Speerspitze, das ist alles nur noch XLR und so. Mhm. Tatsächlich beschränkt sich das hier auf Cinch, beziehungsweise hier auf zwei Klinken für die Monitore. Das ist jetzt, das wird schon passen. Irgendwie, wenn der Rest stimmt, dann werden sich auch dabei irgendwas gedacht haben. Ansonsten kannst du halt hier entsprechend umschalten. Ja? Du hast dann jetzt. Nein, oder Foto. Ja, so, das heißt, für deine digitalen Eingänge, als auch für die analogen, also für Phono. Klar, deine Erdung für die Plattenspieler. Mhm. Du kannst natürlich noch deine Inputs, die kannst du von der Lautstärke irgendwie nochmal absenken und anheben. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz interessant, irgendwie, obwohl das sind alles auch Sachen, die es mittlerweile gibt. So, das Mic, das kannst du auch hier nochmal irgendwie. Ach, du kannst auch nochmal einen Line dran anschließen. Das heißt, irgendwie kannst du auch noch eine Gitarre anschließen oder so weiter. Ja. Das kannst du dann irgendwie entsprechend reinstellen hier. Oder mein elektronisches Bongo. Was kostet das gute Stück? Was kostet das? Das 3.399 Euro. Das ist schon eine Menge Holz, machen wir uns nichts vor. Allerdings ist der Klang wirklich exorbitant gut. Und das ist auch kein Mixer, den man sich einfach mal so für zu Hause holt. Machen wir uns nichts vor. Das ist schon ein Clubmixer, der möchte im Club aufgestellt werden und dort bespielt werden. Den kannst du auch. So ein Ding kannst du auch vererben. Also ich kann mir auch vorstellen, das ist sowas, würde mich motivieren, mir da zu Hause hinzustellen und mir eine eigene Mix-Situation wieder zu schaffen. Irgendwie, ich habe das ja gar nicht mehr. Ich habe irgendwie einen Player ist bei dem Kumpel, der andere ist bei diesem Kumpel. Mhm. Der Mischpult, weiß ich gar nicht, wo das ist. Aber das ist so irgendwie, das ist ja auch von der Haptik und auch vom das kannst du dir hinstellen, so ein Ding halt. Das ist halt irgendwie wie so eine. Ich mag das sieht natürlich geil aus, machen wir uns nichts vor. Das ist so wie so alte Arkai-Kompaktanlagen irgendwie. Also diese Drehregler. Das ist etwas. Ja. Mei, wie ist das für dich irgendwie, wenn du daran drehst? Ist das hier da zu leicht oder zu schwergängig? Nee, also ich finde das schon. Ist ganz angenehm, ne? Ja, ich weiß, es ist genau in der Mitte, ist genau in between. Ja. Wie gesagt, den einen oder anderen Knopf hätte man vielleicht farblich absetzen können. Vielleicht irgendwie ein blasses Rot oder so. Das ist halt nicht so sehr. Aber dann hat man natürlich nicht mehr diese schöne, zurückhaltende Optik, die man jetzt halt hat. Ja, ein bisschen so ein Blassrot, das hätte schon mit reingepasst oder irgendeine andere Farbe. Man kann sich natürlich auch Aufkleber drauf machen oder man kann, wenn das der eigene Mix ist, was draufschreiben. Ne? Man kann so Achtung oder sowas kann man vielleicht draufschreiben. Man kann den einzelnen Knöpfen Namen geben oder sagen, das ist der Ulf. Das ist Peter, richtig. Das ist die Mimi. Und dann ist hier die Lieselotte. Das ist der Vetter von der Mimi. Das ist der Vetter von der Mimi. So, was ich... Brüderlicherseits. Brüderlicherseits, der kleine Onkel, 40 Jahre, kleiner Onkel. Mhm. Das ist wirklich eine feine Sache hier, also dieses, dass du nochmal das ganze Ding nochmal aufblasen kannst, hier drüber, über diesen Sub, den du dazu schalten kannst und den du auch anteilig dazu fahren kannst, ja, ohne dass dir direkt das Signal nach oben raus flöten geht. Und das ist echt nice. Was mir fehlt, ist die Effektsektion, die zum Beispiel ein Pioneer hat, aber also allein vom Sound finde ich schon, ich meine, bei einer Anlage, wo du draußen irgendwie eine große Anlage steuerst, ist noch was anderes. Wir haben jetzt hier irgendwie nur zwei kleine Monitore, aber ich finde, da drauf ist der Unterschied schon signifikant. Wir haben jetzt zwar keinen Player zum Vergleichen, beziehungsweise keinen Mischer zum Vergleichen, aber ich bilde mir ein, dadurch, dass ich halt irgendwie so viele Anlagen höre, kann ich schon sagen, das ist echt nice. Ja? Irgendwie muss sich der Preis ja auch niederschlagen, es sind ja nicht nur die Dinger hier. Und, also ist nur bestes Material verarbeitet, ja. Haben uns hier gerade die Technik-Chefs aus dem Music Store versichert. Alps, Switches, also, ne? Das Beste vom Besten. Und das Beste vom Besten ist für euch gerade gut genug dort draußen. Insofern checkt ihn mal aus. Vielleicht, wenn ihr in Köln oder Umgebung seid, im Music Store, testet ihn an. Und vielleicht wünscht ihr euch den zur Konfirmation oder zur Hochzeit. Oder zum Namenstag. Viele lassen sich sowas auch zum Namenstag schenken. Zum Namenstag oder zum Vatertag. Oder wenn mal vielleicht so ein anderes Fest. Was gibt's noch? Wir wollen die Frauen hier nicht aus. Auch zum Muttertag. Schenkt eurer Mutter den Mixer. Oder wenn ihr aus der jüdischen Gemeinde kommt, wenn ihr eure Bar Mitzvah macht irgendwie, dann könnt ihr euch den auch schenken lassen. Ja. Ist auch sehr, sehr gut. Und don't be mad at me, ich habe wahrscheinlich nicht alles beleuchtet, was vielleicht die Leute wissen wollen. Wie gesagt, ich sehe das Ding, habe das Ding zum ersten Mal in der Hand gehabt.
Aber ich denke mal so für die Usability und sag ich mal, wenn das den Kaufimpuls bei euch ausgelöst hat, dann werdet ihr mit Sicherheit noch die eine oder andere tolle Überraschung erleben, wenn ihr das Ding auspackt und tatsächlich anfahrt. Insofern, da steckt noch eine Menge drin. Jetzt haben wir erstmal so die wichtigen Sachen beleuchtet und ich muss sagen, der ist echt... Ist nice. Ist nice. Ist ja. Nice. Dürft ihr keinen Getränk drüber kippen? Nee, solltet ihr nicht machen. Wir haben draußen 37 Grad, hier drin ist angenehm temperiert. Deswegen gehen wir jetzt an den Fühlinger See. Habt noch einen schönen Tag und schaut mal wieder rein bei Face TV. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao. Bei Face TV, Essen, Wassereis. Ja.